Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Aquas auf dem CubeCraft-Server. Heute natürlich mal wieder mit einer Challenge hier am Start. Und ich kann gleich mal in den Aquas-Modus gehen. So, mega, den hatten wir letztes Mal oder schon ein paar Mal. Heute gehe ich wieder in Solos rein, aber was nicht fehlen darf, wieder bei den Abstimmungen, die Overpowered Items. Die kommen hier dazu. Und jetzt bin ich hier wieder ganz alleine in meinem Goldtopf, aber es kann schon beginnen. Let's go, Leute, es geht schnell. So, in der Mitte gibt's die Diaspawner. Mein Burger hier ist das Ei. Sieht nicht schlecht aus, hat sogar Augen. Okay, und da unten einmal das Eisen plus die Gold. Und falls ihr schon mal mehr sehen wollt, ich brauche jetzt eh erstmal ein bisschen Gold für die Challenge. Gerne mal ein Like da lassen, Leute. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht es jetzt auch mal gerne, um nichts zu verpassen. Ist kostenlos. Und ich brauche eigentlich nur für diese Challenge, so, eine Spitzhacke. Und ansonsten, was man noch so normal braucht, Rüstung, vielleicht ein paar kleine Blöcke, Essen und das war's, Leute. Mehr diesmal nicht. Also ich gehe jetzt gleich mal, der baut sich schon rüber zum ersten Team. Ach so, Moment. Ich bin auch übrigens in der Pocket Edition. Das war ziemlich knapp. Deswegen, ich muss mich nach vorne bauen. 5 Dias habe ich schon mal. Oh, wer ist denn hier? Komm her, mein Freund. Also das sollte ja mit einer Spitzhacke eigentlich möglich sein, dass ich alle zerstören kann. Und ich will mir nach und nach so immer die bessere Spitzhacke holen. Und mein Eck habe ich noch nicht mal eingebaut. Mein Burger. Muss ich noch machen. So. Hier. Oh, was? Ah, jetzt geht's erst. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Der erste ist schon mal raus. Und ich habe zwar 6 Dias erst. Damit kann ich mir nichts holen. Aber der da vorne, der baut die erst so ein. Und hier ist... Ah, ja, da sind 11. Ich glaube 12. Damit kann ich mir noch mal eine bessere holen. Schaue ich gleich mal nach. So, die nächste Spitzhacke wird geupgradet und zwar auf Effizienz 4. Okay, dann gibt es noch 6 und 8. Also das ist schon heftig. Darf jetzt bloß nicht verwechseln mit der kleinen. So, der baut sich da auch rüber. Soll ich am besten mal so hier einen Weg hinbauen? Und ich will am besten noch auf jeden Fall ein paar Blöcke von Spielern abbauen, sodass die runterfliegen. Ich denke mal, das sollte doch klappen. Oh nein, machen wir jetzt so ein Spiel? Oder soll ich jetzt einfach mal auf die springen? So kann es auch gehen. Nice. Let's go. Das Eck wird gleich abgebaut. Oh, da kommt er schon. Aber er kann zum Glück... Ja, da hat er sich einen Weg versperrt. Nicht selber abhauen. So, der zweite ist auch raus. Oh, hier werden ja richtig die Betten zerstört. Oder die Ecks, eher gesagt. Leute, die Action geht auf jeden Fall ab. So, bloß nicht runterfliegen. Ich kann ja mal schauen, was die Dias machen. Ah, nicht so viele. Aber ich kann so langsam mal, muss ich ja früher oder später, mich in die Mitte bauen. Oh, ich habe gar keine Blöcke mehr. Ein bisschen Gold habe ich höchstens. So, also erstmal nochmal ordentlich Blöcke kaufen, sodass die reichen. So, lasst noch was für mich übrig, Leute. Es leben aber immerhin noch die Hälfte an Spielern. Ah, das ist nicht schlecht. Der hat sich... Moment, da hat sich einer mit Golderz rübergebaut? Was? Warum mit Golderz? Und wie hat er das bekommen? Oh, nicht schlecht. Oh, oh, da hat aber ein besseres Schwert. Und ich habe zum Glück noch ein paar bisschen Essen dabei. Oh, kommt der? Ja, ich kann schnell Sachen abbauen. Leider ist er nicht drüber gelaufen. Oh nein, oh nein, oh nein. Wenn er sich nochmal hochbaut, werde ich auf ihn gehen. Oder soll ich so auf ihn gehen? Ja, er steht ziemlich nah am Abgrund. Und ich habe ihn, glaube ich, runtergeschmissen. Ach nein, er ist ja schon kaputt. Oder beziehungsweise das Eck ist schon kaputt. Oh Mann. Aber ich habe ihn jetzt ausgeschaltet damit. Ich kann gleich mal aufs nächste Team gehen. Und wo ist das bitte? Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was wollt ihr noch so für weitere Challenges sehen? Ob es jetzt zum Beispiel nur eine Bogen-Challenge ist, nur mit dem Bogen oder nur mit dem schlechtesten Schwert, nur mit einer Spitzhacke jetzt, wie hier in dem Fall. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und ich glaube mal, die Runde könnte ich so echt noch gewinnen. Lebt noch Türkis. Da, das ist das da. Oh, und das, ja, mein Eck lebt noch. Aber der ist nicht bei seiner Insel. Das heißt, ich kann es jetzt gleich mal zerstören. So, zack, das ist schon mal weg. Beziehungsweise jetzt. Und ich habe ganz vergessen, ich hätte noch bei den Diaspawnern vorbeischauen können. So, es leben aber noch 2. Und mein Eck, obwohl ich das nicht eingebaut habe, das allerletzte. Wo sind die 2 letzten? Die müssen ja, die können ja nur da hinten sein. Irgendwo. Vielleicht sind die jetzt auch echt krass ausgerüstet, weil die so viel gefarmt haben. Aber da ist nichts, da ist niemand.
Wo treiben die sich um alles in der Welt rum? Snack mir diese hier und gehe nochmal zu einem anderen und dann hole ich die allerbeste Spitzhacke. Seht ihr meinen Burger? Der chillt dann noch ganz normal. Der ist froh, dass ihn niemand abbaut. Das heißt, ich kann hier nur warten. Spitzhacke upgraden und diesmal die... Oh nein, die kostet 40. Oh, da kommt er. Oh nein, er kommt. Er kommt einfach und mit was für einer Rüstung? Ich könnte mir jetzt halt eine krasse Rüstung dafür kaufen und so. Aber wie soll ich den denn jetzt holen? Oh, oh, der kommt darüber. Ja, ich will... Und der hat sogar ein Dia-Schwert. Ich hab's euch gesagt, der ist so krass ausgerüstet. Oh nein. Okay, okay. Wenigstens ein bisschen bessere Spitzhacke jetzt noch holen. Die bringt mir halt nicht viel. Die bringt mir ehrlich gesagt echt nicht viel. Aber ich muss es machen. Tools und die 40er ist gekauft. Oh nein, aber er ist auf meiner Insel. Und ich bin, glaube ich mal, ich bin ein bisschen zu low. Leute, ich muss hier weg. Nein, ich bin selber noch runter. Selber. Ich wollte ihn unbedingt noch abbauen. Was habe ich gemacht? Leute, die zweite Runde geht los. Jetzt rush ich einfach nur rein und zerstöre so möglichst viele Eggs. Das kann es ja wohl nicht sein. Wieder auf der gleichen Map, dass nochmal so ein Fels am Ende sein musste. Das ist bitter. Alles, was ich brauche, ist trotzdem aber... Ja, wenigstens ein bisschen Gold für eine Dia-Spitzhacke. Braucht man trotzdem immer. Wenigstens diesmal vielleicht auch noch ein normales Schwert, was ja noch nicht mal so viel kostet. Vielleicht hätte ich auch doch noch eine Chance gehabt, mit der Spitzhacke darauf zu gehen. Naja, ist aber jetzt auch nicht schlimm. Oh, und die erste kostet ja 10 Gold. Ach, das ist jetzt auch der normale... Oh, das ist der normale Modus. Ja, komm, mache ich nochmal zum Schluss. Das heißt, diesmal sind die Items auch nicht overpowered. Na gut, ich kann auch mal eine Runde machen, nur mit Hardcore-Items zum Beispiel. Warum baut es manchmal keine Blöcke? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, und der geht sogar weg. Warum geht er weg? Ich wollte mir hier doch noch eigentlich... Ich muss mir erst eine Spitzhacke kaufen. Und das Eck. Ja, die Blöcke buggen ein bisschen. Ist auf jeden Fall weg. Oh, die kämpfen da auch gleichzeitig schon auf der anderen Seite. Oh, und der Rote, der hat ihn gekillt. Ja, der hat ihn für mich ausgeschaltet. So, jetzt aber, Leute, es geht gleich mal auf den... Was macht der Rote da? Ja gut, eigentlich hätte ich ihn lassen können. Was macht er da? Okay, komm, dann geht er zur anderen Base. Kann ich auch mal abbauen. Ach nee, das ist schon weg. Da hätte ich drauf achten sollen. Dann hätte ich ihn halt doch killen sollen. Und da vorne ist er auch sogar da unten. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Was macht er jetzt? Okay, der ist down. Oh. Ja, ich kann mich hochbauen. Der geht zurück. Perfekt. Oh oh. Nicht runterschlagen, mein Freund. Das ist nicht nett. Und der hat halt schon viel krassere Rüstung. Wow, der hat krasse Rüstung. Der nächste kommt zu mir. Oh nein. Ja, okay. Ach so, der baut... Der will direkt mein Eck abbauen. Aber es ist nicht so schlimm, weil jetzt baue ich dafür seins ab. Der hat halt schon sein Eck verloren. Und der hat wieder so krasse Rüstung. Weil vielleicht kann ich ihn ja irgendwie, indem ich hier runterspringe, den so runterschlagen. Komm schon. Nein. Komm, nochmal hier. Oh, der ist fast gestorben. Es war so knapp. Jetzt rennt er aber auch. Ja, jetzt rennt er auf einmal weg. No, oh, oh. Ich habe auch nicht mehr viele Blöcke. Ja, denkst du, ich komme hier darüber? Nee. Vielleicht da? Irgendwie eine Lücke? Nein, Leute, das war's für mich. Ah, schade, er hatte bessere Rüstung. Die erste Challenge war noch nicht mal so einfach. Also es kommt auf die Runde drauf an. Falls ihr aber mehr von Eggwars sehen wollt, auch von anderen Challenges, Leute, gerne Like da lassen, aktiviert die Glocke und lasst auch ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao.